Hey du, warte mal eben. Willst du deine Psyche mal so richtig schön an die Wand fahren? Dann habe ich da was für dich. Werd doch einfach aktivistischer Influencerin. Franzi ist eigentlich gelernte Krankenschwester, aber seit 2017 ist sie auch Pflegeaktivistin. Und während der Corona-Pandemie ist sie von Impfgegnern verfolgt und mit dem Tod bedroht worden. Also man kann runtergebrochen erstmal sagen, dass ich meine mentale Gesundheit 2022 im November auf Instagram gelassen habe. Aljoscha ist gelernter Arzt und hat eigentlich mal als Anästhesist im Krankenhaus gearbeitet. Aber heute ist er Influencer, erklärt über Veganismus auf. Er setzt sich aus Eigeninteresse für die Rechte von queeren Menschen ein. Und allein diese beiden Sachen, die machen ihn ja quasi schon von Natur aus zu so einer Art laufender Zielscheibe für manche. Es ist nicht alles immer nur glamourös, Geld und schön. Es vereinsamt, es ist extrem viel Druck und ehrlich gesagt auch sehr viel Hass. Und Luisa war mal Fitness-Influencerin, aber die hat auch umgesattelt. Jetzt engagiert sie sich für Nachhaltigkeit und mehr Klimaschutz. Und gerade versucht sie, sich aus einem Burnout wieder herauszukämpfen. Das ist jetzt fast 3 Monate her, dass ich einen sehr, sehr krassen Zusammenbruch hatte, zum Arzt gegangen bin und dann entschieden habe, dass ich ganz viel in meinem Leben ändern muss. Ich habe meine Firma aufgegeben, ich habe meiner Mitarbeiterin gekündigt, ich moderiere nicht mehr bei Dieb und Deutlich, sondern mache gerade ehrlicherweise ganz, ganz wenig. Bin viel in der Natur unterwegs und probiere herauszufinden, was mich glücklich macht, mache nebenbei eine Therapie. Und war noch nie in dieser Situation. Was Luisa, Franzi und Aljoscha mir erzählt haben, das war teilweise wirklich heftig. Und durch diese Gespräche habe ich insgesamt 5 Gründe herausgearbeitet, warum dieser Job und dieses Leben als Sinnfluencer, so kann man das ja auch nennen, so mental anstrengend ist. Ja, und dieses Leben ist mental manchmal so anstrengend und so unerträglich, dass einer von denen mir erzählt hat, dass bald Schicht im Schacht ist. Wer? Das erzähle ich euch am Ende des Videos. Alles nur, damit ihr weiter dran bleibt. Ich kenne die Tricks, weil ich selber seit Jahren Bewegtbild mache. Einmal klar als öffentlich-rechtlicher Journalist, unter anderem für den NDR. Aber ich habe auch noch 2 private Instagram-Profile. Und auf dem einen kläre ich über Autismus aus Elternperspektive auf, denn ich bin Vater einer 7-jährigen autistischen Tochter. Und auf dem anderen poste ich eher so, ja, satirisch-journalistischen News-Content. Ja, und deswegen habe ich mir auch in mein Arbeitszimmer dieses zumindest halbwegs professionelles Setup gebaut, damit ich immer spontan vor die Kamera springen und ein Video produzieren kann. Mit diesen Profilen verdiene ich nicht so richtig viel Geld. Ich mache so ganz, ganz selten Kooperationen, aber das ist eigentlich nichts für mich. Aber ich kenne diesen Struggle, den sowohl Aljoscha als auch Franziska als auch Luisa mir erzählt haben. Und über diese Arbeit habe ich die auch kennengelernt. Mit Franziska habe ich sogar mal einen Podcast gemacht, der dann wegen ja, übermäßigen Erfolgs eingestellt werden musste, weil wir irgendwann einsehen mussten, ja, so Ertrag und Arbeit stehen einfach in keinem Verhältnis mehr. Am Ende hatten wir sogar 5.000 Euro Schulden jeder bei der Produktionsfirma, denn auch wenn diese Podcasts sich immer so easy peasy mal eben dahergelabert anhören, da steckt jede Menge Arbeit hinter, auch von anderen Leuten, und die müssen halt bezahlt werden. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, ja und? Ist doch nicht mein Problem, ja? Die haben sich diesen Job doch selber ausgesucht, die sollen mal aufhören, hier rumzuheulen, die Damen und Herren Sinnfluencer. Auch damit habe ich sie konfrontiert und was sie dazu gesagt haben und was ich darüber denke, erzähle ich euch auch gleich im Laufe des Videos. Aber damit sind wir im Grunde schon genau bei einem Thema, das diesen Job so mental anstrengend macht, das in den letzten Jahren auch schon sehr viel besprochen wurde, aber immer noch aktuell ist. Der Hass. Hätte Luisa Dellert für jeden miesen und fiesen Kommentar, den sie in den letzten Jahren hier im Netz bekommen hätte, nur 1 Euro bekommen, die könnte wahrscheinlich alle Aktien von Microsoft und Apple und Tesla aufkaufen und hätte immer noch genug Geld für ein Latte Macchiato in München. Ich wusste ziemlich früh, was es heißt, gemeine Kommentare zu bekommen, ne? Mein Aussehen. Damals wurde ich auf mein Aussehen komplett gehatet. Also zu dick, zu dürr, wie sieht es aus wie eine gepresste Leberwurst, ekelhafte Zellulite, also da kam alles. Und da hat das schon angefangen, dass ich zu Hause saß und viel geweint habe, weil ich mir zu viel daraus gemacht habe, was fremde Menschen über mich denken. Aber das ist längst nicht alles. Luisa hat vor einigen Wochen öffentlich gemacht, dass sie in einen Burnout geschlittert ist. Und ich wollte sie auch erst gar nicht für ein Interview anfragen, weil ich wusste, ey, die muss erstmal in Ruhe gelassen werden. Aber als sie wieder von alleine angefangen hat, was zu posten, habe ich gedacht, okay, ich frage mal vorsichtig an, ob sie was zum Thema sagen wollen würde. Und sie hat gesagt, ja, kann ich machen, aber nicht als Interview, das ist mir noch zu anstrengend. Und deswegen habe ich ihr unsere Fragen geschickt und sie hat die in ihre eigene Kamera in ihrem Tempo beantwortet. Ja, Hass und ätzende Kommentare als Person auf Social Media bekommt man eigentlich immer. Und ich glaube, Personen, die sich dann noch politisch äußern, noch mal mehr.
Ich habe oft auch konstruktive Kritik bekommen, weil man auch manchmal Dinge sagt, bei denen ich rückblickend sagen würde, ja, Luisa, das war auch einfach nicht cool. Aber es ist ganz oft eben auch keine Kritik, sondern Hass. Ich war jetzt zum Beispiel nach meinem Burnout vor 3 Monaten in der Schweiz und habe das veröffentlicht und wurde dafür kritisiert, dass ich mit einer psychischen Erkrankung Urlaub mache und nicht den ganzen Tag weinend im Bett liege. Und das sind so Sachen, die machen was mit mir, gerade auch ganz viel mental. Und die sind nicht cool und das passiert ja einfach jeden Tag. Ich fand das super bewundernswert, wie Luisa mit ihrer psychischen Erkrankung umgegangen ist, weil mir war auch klar, ey, sobald sie das öffentlich macht, dass sie einen Burnout hat, da kommen sofort wieder miese, fiese Kommentare. Wie schlimm das mit dem Hass ist, das hat eine Gruppe von aktivistischen Influencerinnen in der Corona-Zeit besonders zu spüren gekriegt, nämlich die, die über die Krankheit aufgeklärt haben und die vielleicht sogar die Impfung empfohlen haben. Aljoscha hat damals noch als Anästhesist im Krankenhaus auf der Intensivstation gearbeitet. Ja, und dann sind Attila Hildmanns Fans und Follower auf ihn aufmerksam geworden. Und dann ging das los mit den freundlichen Nachrichten. Also mir wurde auf jeden Fall gewünscht, dass ich an Corona krepiere. Dann wurde mir mehrfach gedroht, dass mir meine Lizenz als Arzt entzogen werden sollte, dass ich für den Tod vieler Menschen zuständig sei. Man wird dann halt einfach teilweise auch beleidigt als Schwuchtel, als schwuler Veganer, was ich auch immer einfach nur eher deskriptiv finde. Aber mehrere Anzeigen angeblich, bis heute ist nichts angekommen, weil ich ja Impfpromoter wäre. Dann wurde mir dasselbe gewünscht wie den Tieren, an denen die Impfung getestet wird. Also sowas. Und was hat das mit dir gemacht? Also eine Zeit lang war es schon intensiv, weil es echt viel war. Und ich glaube, zu der Zeit war es auch ein ganz schöner Kontrast oder ein ganz schön krasser Kontrast, weil ich wirklich aus der Intensivstation kam, mit Menschen gearbeitet habe, also die Corona hatten, die intubiert habe und dann in mein anderes Leben gegangen bin und mir Leute gesagt haben, dass es das nicht gibt und dass ich ein schlechter Mensch sei und dass ich Menschen umbringen würde. Bei Franzi ist das damals richtig eskaliert. Auch sie hat während der Corona-Zeit auf einer Intensivstation gearbeitet mit Corona-PatientInnen. Das heißt, sie hat auch dann auf Instagram über die Krankheit aufgeklärt, über ihre Arbeit aufgeklärt, über ihre eigene Erkrankung berichtet, weil sie auch relativ schnell krank geworden ist. Und sie hat dann deswegen auch die Impfung empfohlen. Und das hatte einen verdammt hohen Preis für sie. Also man kann runtergebrochen erstmal sagen, dass ich meine mentale Gesundheit 2022 im November auf Instagram gelassen habe. Und es lag daran, dass sich eine Querdenkergruppe auf Telegram formiert hat, die mir nach Leib und Leben trachteten, zumindest schriftlich, und das dann auch in die Tat umgesetzt haben, indem sie mir meine 4 Meerschweinchen vergiftet haben. Und es trudelten in einer Nacht Morddrohungen ein, en masse. In dieser Nacht habe ich natürlich nicht geschlafen. Und ich habe 2 kleine Kinder und der Fokus liegt natürlich drauf, dass es denen, die mir am liebsten sind, gut geht. Und der erste Gedanke war natürlich auch, okay, ciao, wenn die wissen, wo ich wohne, wenn sie wissen, wo sie meine Meerschweinchen umbringen können, wissen sie auch, wo sie meine Kinder finden. Und ab dem Zeitpunkt ging es bergab. Sie hat das natürlich alles angezeigt, aber wen wundert's, bis heute wurden keine Tatverdächtigen gefunden. Bei Franzi hat das alles ziemlich dicke, tiefe Spuren hinterlassen. Sie hat ihr Auftreten verändert und auch ihre Inhalte. Ich fühle mich ausgebremst. Ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht so, wie ich will, weil ich aufpassen muss. Also ich will nicht sagen, ich bin mundtot gemacht worden, das nicht, aber ich habe natürlich schon die Bremse reingehauen und ich halte mich, weiß Gott, fern von Themen, bei denen ich denke, das könnte Zündstoff geben, weil ich mittlerweile einfach die Erfahrung gemacht habe, dass das brandgefährlich werden kann und dir im Ernstfall einfach niemand hilft. Und auch Aljoscha passt tierisch auf, wie er was sagt. Irgendwo läuft bei dir immer so ein kleines Männchen mit, das sagt, kann man das so sagen, was sage ich jetzt, ist das nee, okay? Also oder? Ja genau, es läuft immer ein Männchen mit, was die ganze Zeit sagt, ich weiß, da wird jetzt schon wieder jemand sein, der was darauf sagt und ich antizipiere das und denke dann, okay, ich mache kurz einen Witz darüber, dann nehme ich den Wind aus den Segeln, aber das läuft die ganze Zeit mit. Also ja, das ist sehr, sehr anstrengend. Das Schwierige an dieser Tätigkeit ist aber, die einen halten dich für einen Spinner oder für eine narzisstische Selbstdarstellerin oder meinen, du würdest sie mit deiner Ideologie umerziehen wollen. Aber andere, die glauben dir und die verlassen sich auf dich. Manchmal sogar, wenn es dabei um Leben und Tod geht. So wie das Franzi während der Pandemie passiert ist. Da gab es ein Schlüsselerlebnis. Es war damals wirklich keine Seltenheit, dass ich Nachrichten bekommen habe, in denen mir Menschen geschrieben haben, mein Mann hat Corona und irgendwie atmet der nicht mehr so richtig und der ist auch so ein bisschen blau und röchelt. Und
Ich habe die rausgefischt und das hat mich, und ich habe dann wirklich, das hat vielleicht auch was mit meinem Beruf zu tun, aber ich dachte, scheiße, wenn da noch jemand ist, der genau dasselbe schreibt und jetzt von mir erwartet, dass ich ihm helfe und ich sehe das nicht und dann bin ich dran schuld. Totaler Bullshit natürlich, ne, wissen wir beide. Aber das war einfach in dieser Zeit, in dieser Situation so, dass ich mich in der Verantwortung gefühlt habe. Als einzelne Person potenziell für ein Menschenleben verantwortlich zu sein, weil irgendjemand denkt im Internet, du wirst auf jeden Fall antworten und helfen oder vielleicht sogar denkt, du wärst seine oder ihre Freundin, das ist für einen Menschen eigentlich nicht auszuhalten. Und diese Verantwortung kann ein weiterer Grund sein, warum aktivistische Influencerinnen irgendwann zusammenbrechen. Ja, das ist einfach zu viel für einen einzelnen Menschen. Also ich hatte einfach das Gefühl, ich kann es niemandem recht machen. Deswegen halte ich mich inzwischen einfach aus vielen Themen raus. Die Klimakrise ist trotzdem Thema, aus dem kann man sich nicht raushalten. Und deswegen werde ich da auch immer was dazu sagen. Aber ansonsten für mich persönlich und meine mentale Gesundheit habe ich entschlossen, mich einfach zu bestimmten Themen nicht mehr zu äußern. Ich kenne diesen Druck der Verantwortung auch aus meiner eigenen Tätigkeit. Denn klar, als Journalist muss ich auch immer überlegen, wie ich was sage. Ich darf zwar eine Haltung haben und ich darf auch Sachen kommentieren und auch zu einem Urteil kommen, aber ich muss da immer neutral erstmal rangehen. Und vor allem müssen meine Fakten ja stimmen. Wenn ich in der Redaktion arbeite, dann sind da noch andere Leute, die immer vorher erstmal checken, was ich so an Moderationen von mir geben möchte. Und ich kann mich mit denen auch beraten, ob man das so oder so sagen kann. Wenn ich meine Insta-Videos mache, die ich eben nicht für eine Redaktion mache, sondern ja auf meine eigene Kappe, dann bin ich eben ganz allein und dann bin ich auch ganz allein verantwortlich für das, was ich da behaupte. Diese Verantwortung und auch dieses Wissen, dass da ständig von jeder Seite irgendwie Kritik oder auch Hass kommen kann oder noch Schlimmeres, das erzeugt schon einen irren Druck. Aber es gibt noch einen ganz anderen Druck, nämlich der Druck, ständig um eure Aufmerksamkeit zu kämpfen. Man hat nie eine Pause. Im Krankenhaus damals habe ich auf Intensivstation gearbeitet, bin nach Hause gegangen, Dienst war vorbei, Kopf aus. Aber hier ist es halt so, ich habe einen entspannteren Tagesablauf. Ich muss selber mehr planen, was für mich tatsächlich Stress ist, weil ich bin sehr unstrukturiert. Und habe die ganze Zeit im Hinterkopf Rücksichtnahme, ich muss auf das Thema eingehen. Ganz oft ist es auch so, dass Leute mir schreiben, wieso hast du dich dazu noch nicht geäußert, wieso sagst du dazu nichts? Also eine Erwartungshaltung, die in dieser Blase auch entsteht. Und die ich mir auch selber mache, also das ist ja auch ein Problem, was ich erzeuge, indem ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss das ja machen, ich muss relevant bleiben, ich muss posten. Und das kenne ich auch von mir. Also im Hinterkopf rattert die ganze Zeit eine Maschine, die überlegt, ah, ich müsste eigentlich noch dieses oder jenes posten, einfach damit meine Views nicht runtergehen und damit ich immer präsent bleibe, weil der Algorithmus mag das nicht, wenn man zu wenig postet. Oder ich überlege, ah, ich könnte noch das oder jenes erklären oder mich zu diesem oder jenem äußern, einfach auch damit ich für euch als ZuschauerInnen relevant bleibe und die Aufmerksamkeit nicht weggeht. Das hat garantiert auch mit zu meinem Burnout beigetragen, weil ich die letzten Jahre einfach Dauer gearbeitet habe. Und bei einer Influencerin denkt man ja immer, ja, die macht jetzt ein Foto und dann ist gut. Aber ich hatte eine Beratungsagentur, einen Online-Shop, ich habe Vorträge gehalten, ich habe Clean-Ups mit meiner Organisation Die Bessermacher gemacht. Ich habe journalistische Beiträge rausrecherchiert. Ich habe einen Podcast Climate Crime ins Leben gerufen, einen zweiten Podcast. Also es waren so unglaublich viele Sachen, die ich gemacht habe, dass ich überhaupt gar keine Zeit mehr für mich hatte. Und das ist letztendlich auch das, was mich dazu gebracht hat, wo ich jetzt bin. Dieses komplette Überarbeiten, Überpacen, mit nichts zufrieden sein, immer höher, immer mehr, immer weiter, ständigen Vergleiche. Das hat mich mit in diese Situation gebracht. Mit dem Posten allein ist es aber nicht getan, denn wenn das fertig ist, dann kommt der nächste Schritt. Das ist nochmal neue Arbeit und damit nochmal neuer Druck, und zwar der durch die Zahlen. Denn die Netzwerke zeigen einem die ganze Zeit schön, ob eine Sache gut ankommt oder vielleicht eher nicht so gut. Also wenn ich was hochlade, gucke ich erstmal relativ häufig nach, wie viele Likes hat das jetzt gerade, wie ist die Entwicklung. Und das löst ja schon total viel Druck aus, weil diese Erwartungshaltung sofort da ist. Und dann checke ich und denke mir so, Mist, das läuft nicht gut. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Finden die Leute das nicht interessant? Genau dieselben Fragen, die stelle ich mir auch teilweise schon, während ich ein Video produziere. Also auch jetzt gerade, wo ich hier sitze, frage ich mich, kommt ihr überhaupt bis hierhin? Also guckt ihr euch das an? Interessiert euch das?
Und wenn dann ein Video unter dem Durchschnitt bleibt, dann kann das so einen Tag auch echt vermiesen. Sowohl Instagram als auch TikTok als auch Social Media zeigen einem ja ganz klar, wie ist dein Wachstum gerade, aber zeigen einem auch gerne eben, wie viele Leute einen gerade verlassen haben oder einem entfolgt sind. Bei YouTube sieht man sofort dein Video, was du gerade hochgeladen hast, auf Platz 8 von 10. Das heißt, es performt eher schlecht im Vergleich zu den Videos davor. Deine Einnahmen sind gesunken, das ist gesunken. Im Schnitt hast du einen viel geringeren Zuwachs. Also wir haben einen Zuwachs und trotzdem ist ein roter Pfeil zu sehen. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Ich habe trotz, obwohl ich wachse, sagt YouTube mir, meh, schlechter als letzter Monat. Das Ding ist halt, diese Zahlen, das sind nicht einfach nur Zahlen, die unser Ego streicheln. Die lassen sich zu Geld machen. Denn je mehr Leute unseren Content gucken, desto mehr Geld kann man theoretisch für Werbung und für Kooperationen verlangen. Ja, und da sind wir beim nächsten Spagat, den Sinfluencer oder aktivistische InfluencerInnen immer im Kopf haben, dieses Paradox. Ja, wie viel Kommerz verträgt Aktivismus? Denn auf der einen Seite ist das viel Arbeit und muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Aber auf der anderen Seite macht man das ja nicht wegen des Geldes, sondern wegen der guten Sache. Außerdem, Werbung nervt fast immer, egal von wem. Was niemand wahrgenommen hat, ist, dass du ja kein Printmedium konsumieren kannst, ohne dabei auch Werbung zu konsumieren. Du kannst ja noch nicht mal Fernsehen schauen, ohne Werbung angucken zu müssen in dem Fall. Es sei denn, du bezahlst dafür. Ja, aber du kannst es ja auf Insta, wenn du keinen Bock hast, klickst du weiter. Mhm. Du musst dir das nicht angucken. Für Franzi sind ihre Werbeeinnahmen so eine Art Kompensation dafür, dass sie so viel Arbeit und Zeit in ihre Inhalte steckt und auch immer für andere da ist, wenn sie kann. Besonders schwierig wird das Ganze aber, wenn man sich als InfluencerIn mit Konsum und Nachhaltigkeit beschäftigt, wie das Luisa und Aljoscha ja tun. Denn eigentlich ist das dann ja paradox, was sie da mit ihrer Werbung machen. Ich glaube, so eine 100% perfekte Lösung wird es nicht geben. Im Kapitalismus nachhaltigen Konsum zu promoten ist nicht möglich. Es gibt keinen nachhaltigen Konsum. Wenn ich sage, kauft etwas, dann ist es nicht nachhaltig. Ich versuche das so gut es geht. Ich selber habe erst 2 Kooperationen gemacht und dabei habe ich festgestellt, dass mich das ganz schön stresst und dass das auch mit meinem Selbstbild als Journalist, als kritischer Journalist nicht so richtig gut zusammenpasst, weil eigentlich möchte ich ja nicht käuflich sein und dieser Eindruck wird natürlich durch Werbung immer vermittelt. Aber natürlich frage ich mich auch, wie lange ich das noch durchhalten kann, hier lau auf Instagram Inhalte anzubieten und zu produzieren. Weil ich habe ein Haus, ich habe 3 Kinder, das muss alles irgendwie bezahlt werden. Und außerdem habe ich ein echt zeitintensives Privatleben mit einem behinderten Kind, wo ich eigentlich dann eher sein könnte. Und deswegen habe ich auch immer wieder Phasen, in denen ich fast nichts poste und produziere, einfach weil mir die Kraft oder die Zeit dafür fehlt. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste aber Content produzieren, weil ich davon abhängig bin, weil ich Geld verdienen muss und ich muss dann auch noch immer die ganze Zeit total gut drauf sein, ey, da kriege ich echt Herzrasen bei dem Gedanken. Ich glaube, mir würde Instagram und Social Media generell viel mehr Spaß machen, wenn ich losgelöst wäre von dem finanziellen Aspekt und einfach Aktivismus machen könnte, ohne zu wissen, ich muss aber auch Werbung posten, ich muss darauf angewiesen sein, WerbepartnerInnen zu haben, mit denen ich zusammenarbeite. Zwar verdienen alle damit gutes Geld, muss man sagen, aber für Franzi ist auch eine Sache echt wichtig. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anmerken, dass diese Sinfluencer-Activities, die wir durchziehen, wesentlich weniger frequentiert werden als die von Influencern, die Mode machen, Beauty oder sonst irgendwas anderes. Also wir verdienen uns nicht diese goldene Nase, so wie immer alle denken, weil eben ernsthafter Content nicht ganz so konsumiert wird wie eben dieses leichte und einfach zu verarbeitende Schönheitsgedöns. Das ist einfach eine andere Liga. All diese Dinge, die können zu echtem Frust führen. Franzi hat da schon die nächste Stufe erreicht. Sie hat quasi resigniert. Sie hat nämlich wirklich viel gemacht. Sie hat ein Buch über die Pflege geschrieben. Sie hat bei zahllosen Reportagen und Dokumentationen mitgemacht. Sie hat sogar stellvertretend für Joko und Klaas den Deutschen Fernsehpreis für ihre lange Nacht der Pflege entgegengenommen. Und immer wieder warnt sie vor dem Pflegekollaps, der in ihren Augen schon längst da ist. Aber gefühlt, meint sie, hat sich nicht wirklich was geändert. Und das macht sie auf Dauer wirklich müde. Es ist dieser Kampf gegen Windmühlen. Ich brauche Ergebnisse. Und das sehe ich nicht. Und sicherlich habe ich was bewirkt. Das muss ich mir immer wieder einreden, dass das was getan hat mit den Leuten. Dass das Buch nicht umsonst war, dass meine Zeit nicht umsonst war, dass meine mentale Gesundheit nicht verschwendet wurde. Aber ich sehe es nicht.
Natürlich sollte sich jeder im Klaren darüber sein, dass sich die Welt und die Gesellschaft nicht auf einmal von Grund auf den Kopf stellt, nur weil sich mal vielleicht 1 Million Menschen dein Video angeguckt haben. Aber trotzdem merke ich in allen Gesprächen, es ist unfassbar schwer auszuhalten, wenn Fakten, die gesichert sind, von Menschen einfach ausgeblendet werden. Und ich glaube, mit dem Gedanken leben zu müssen und immer einen Prozentsatz der Menschen nicht zu erreichen, egal wie rational, faktisch richtig irgendwas ist, ist extrem frustrierend. Ich komme mit Machtlosigkeit nicht gut klar und ich glaube, es geht vielen so. Und deswegen schalten wir auch oft ab, deswegen mögen wir diesen kurzweiligen Content, deswegen mögen wir auch lieber furzende Ziegen als aktivistischen Content. Deswegen vergessen wir den Ukraine-Krieg nach 2 Monaten wieder, weil wir uns nicht dauerhaft mit Dingen beschäftigen können, die uns belasten. Und als Journalist sehe ich natürlich auch, wo Dinge schief laufen, wo Sachen nicht richtig sind, wo Fakten falsch dargestellt werden, wo Diskussionen ins Kraut schießen. Und da möchte ich dann aufklären. Und das macht mich wahnsinnig, wenn ich dann merke, dass manche Menschen Fakten einfach ausblenden, einfach nicht interessieren, weil sie nicht in ihre Ideologie, in ihr Weltbild oder in ihre Überzeugung passen. Ja, und da sind wir wieder am Anfang. Man kann natürlich die Frage stellen, na und? Ihr macht den Job doch freiwillig. Dann hört doch einfach auf, wenn das euch zu viel ist. Und heult mir hier bitte nicht die Timeline voll. Ja, so einfach finde ich das nicht. Ich habe ja, es ist ja Fluch und Segen. Also ich liebe ja viele Teile des Jobs auch. Und es hat ja einen Grund, warum ich das mache. Ich finde, dass wir uns da mehr auf Systemkritik äußern, also auf Systemkritik konzentrieren sollten, als auf einzelne Menschen und denen einfach zu sagen, es ist eigentlich eure Verantwortung, dass ihr einen Burnout habt. Also ihr könnt ja einfach aufhören. Das ist sehr übervereinfacht dargestellt. Und es shiftet für mich die komplette Verantwortung auf die Person, die betroffen ist. Als ich mit Franzi darüber spreche, da überrascht sie mich mit einer Ansage. Sie ist nämlich gerade dabei, ein Buch über ihr Leben als Pflegeinfluencerin zu schreiben. Und dann sagt sie mir, wenn sie damit durch ist, dann will sie aufhören. Ich habe für mich beschlossen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte diese Message einmal noch in die Welt tragen, weil das wichtig ist. Und weil das ganz, ganz viele Menschen betrifft, die unsichtbar arbeiten. Das kann man auf ganz viele Dinge übertragen, auch auf Frauen, die Care-Arbeit leisten. Ja. Und mein Plan ist ganz klar, dass ich in 2 Jahren einfach im OP stehen will, vielleicht 4-mal die Woche, anstatt wie jetzt 2-mal. Und das war's. Und ich muss niemandem mehr Rechenschaft darüber ablegen, was ich morgens gefrühstückt habe und wann ich aufgestanden bin. Und wie oft mein Hund Stuhlgang hatte. Dann bin ich einfach wieder eine ganz normale Frau. Ich weiß im Moment noch gar nicht, was ich überhaupt machen werde. Aber ich weiß, dass ich ein bisschen mehr zurücktreten werde auf Social Media. Das heißt, vor ein paar Jahren war ich gefühlt noch jede Woche im Bundestag, habe PolitikerInnen interviewt, ganz, ganz viel gesellschaftsrelevanten, kritischen Content gemacht und da bin ich einfach an meine Grenzen gekommen, weil ich gemerkt habe, ich kann niemanden diese Erwartungshaltung geben, die sie von mir haben. Diese ganzen psychischen Folgen, also Sucht, Depressionen, Burnout, die sind bei engagierten InfluencerInnen gar nicht mal so selten. Und die können die natürlich dazu treiben, aufzuhören. Aber das Problem ist, dass das ja die Leute sind, die Inhalte anbieten, jenseits von Mode, Kosmetik und Fitness. Ich will da jetzt echt niemanden bashen, weil das sind auch unterhaltsame Inhalte, die man sich gerne anguckt, mal eine Zeit lang. Aber wenn wir schon den ganzen Tag hier auf diesen sozialen Netzwerken rumhängen, dann brauchen wir da auch Inhalte, die aufklären und die aufrütteln und die uns irgendwie eine andere Perspektive vielleicht zeigen oder informieren. Vor allem, weil ja wir jungen Menschen immer mehr Zeit auf diesen Netzwerken verbringen und auch da uns fast ausschließlich über diese Netzwerke informieren. Und wenn wir diese Menschen verlieren, weil sie den Frust und den Druck nicht mehr aushalten, also diese Menschen, die uns informieren, die uns aufrütteln, die sich engagieren, dann werden wir als Demokratie und als Gesellschaft echt ein Problem kriegen. Aber wir als KonsumentInnen von diesen Inhalten, wir können was dafür tun, dass diese Menschen weiterhin sich engagieren und Content produzieren. Zum Beispiel, indem wir ihre Inhalte teilen, liken, kommentieren und speichern und so den Algorithmus ein bisschen streicheln. Oder indem wir vorher nochmal nachdenken, was wir ihnen schreiben und wie, wenn wir Kritik haben. Denn denkt dran, hinter jedem Profil sitzt im Endeffekt ein Mensch. Und ihr könnt diesen Menschen mit euren Worten verletzen, auch wenn ihr das gar nicht vorhabt. Und wenn ihr das vorhabt, lasst es sowieso erstmal komplett bleiben. Übrigens, es gibt ja in allen Netzwerken die Möglichkeit, so eine Glocke zu aktivieren, also eine Benachrichtigung zu kriegen, wenn jemand was Neues postet. Das hilft ungemein den Creatoren, sich zu entstressen und ihr habt nicht mehr den Stress, dass ihr irgendwas von denen verpasst. Also,
aktiviert doch mal die Glocke bei uns und lasst uns einen Kommentar da, was ihr zu diesem Thema denkt. Vielen Dank.